Hallo, ihr lieben Höllenhunde! Wir sind wieder hier und spielen Diablo 3. Und wir versuchen uns zurückzubeamen zur Kapelle und wollen uns jetzt an Magda rächen, wenn wir sie denn finden. Auf der Suche nach Magda, der alten Biatch. Ja, hier haben sie stark gewildert in diesem Dorf. Natürlich sehr schade ist für die Dorfbewohner. Aber was natürlich gut für uns ist, denn wir finden hier jede Menge Gold. Und Gold ist nicht schlecht, denn dann für Gold kann man sich Sachen kaufen. Zack. Ja, nichts dabei. Verdammt. Was ich auch sehr schön finde, ist ja, dass man viele verschiedene Sachen hier, sondern... Oh, 6% größere Chance, magische Gegenstände zu finden, nehme ich doch. Ja, dass man hier verschiedene Events hat, die zufällig passieren. Robuster Fellgurt, 23. Ich verstehe, ich will aber magische Gegenstände. Quatsch mir doch nicht immer rein hier, blöder Templer. Gute und böse Taten geschehen unter der Sonne. Aber das Licht ist der Feind des Bösen im übertragenen und wörtlichen Sinne. Huch. Wen haben wir denn hier, den verrückten Einsiedler? Königin singt in meinen Ohren, ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Ja, natürlich. Oh. Die Luft hier ist schwer. Aranai. Das hört sich an wie eine Spinne. Und ich hasse Spinnen. Oh, ich hasse sie. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie. Wahr. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Oh. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Ja, eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. 12,9 mit Feuerschaden. Kälteschaden ist natürlich auch sehr gut. Angriffsgeschwindigkeit um 2% erhöht. Und es ist nur eine Einhandwaffe, ne? So, was haben wir denn jetzt für Schaden? 32 und hier haben wir 38. Müssen wir mal gucken, was erhöht denn unseren Schaden am meisten? Hier Intelligenz. Intelligenz ist gut. 22 zu 22,9. Also sehr viel nimmt sich's nicht. 22,28. Und Feuerschaden. Wobei Kälteschaden eigentlich viel geiler ist. Bleiben wir erstmal dabei. Weil durch Kälteschaden kann man ja die Gegner auch einfrieren. So, und in diesen Höhlen verläuft man sich natürlich immer sehr gerne mal. Oh nein, noch eine super Spinne. So, erstmal die Minnen. Die Spinnen-Minions. Die Minnen-Spinions. Was? Mal sehen, was sich im Spinnenkokon befindet. Ah! Kobold! Stirb, Kobold! Yeah, ein Schatz-Kobold. Sehr schön. Erstmal alles einsacken hier. Und dann haben wir hier noch eine Kiste. Oh, das Glück ist uns hold heute. Robuste Stammesmaske. Naja, wir haben ja eine auf, die... Na gut, die hat hier 37. Es ist jetzt nicht so besonders. Ich glaube, das können wir soweit erstmal droppen. 12,9. Was hatten wir hier auch? 12,9. Das war jetzt nicht so... Der hier war ganz gut. Faustwaffe, das können wir nicht tragen. 18,6, Zweihand. Da hätten wir auf jeden Fall einen höheren Schaden.
Einhand 14,7. Und wenn ich jetzt noch das Intelligenz-Mojo drauf mache. 25. Ah ja, sehr schön. Dann machen wir das doch so. 25 oder 27. Aber keine magische Waffe. Und hier ist die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und wir erhalten auch noch Leben pro getöteten Gegner. Dann nehme ich doch lieber das Leben. Hier die Intelligenz wollte ich haben. Nehme ich doch lieber das Leben. Auch wenn der Waffenschaden natürlich ein bisschen essentiell beim Hexendoktor ist. Ich mag die Frösche nicht, diese Frösche nicht ganz so sehr, wenn man die nicht wirklich steuern kann. Der liebe gute Langdolch ist hier getroppt. Wer kennt ihn nicht? Ab in den Eiersack. Treten wir den Spinnen einfach in ihren hässlichen Eiersack. So, Eier, wir brauchen Eier. Juri, mache Eier. So, das ist alles soweit tot, hoffe ich doch. Ich wollte gerade sagen, nichts drin oder was? Dreiecksschild. Achso, unseren Templer muss man ja auch ausrüsten. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht können wir ihm ja eine Waffe zukommen lassen. So, hier hast du erstmal ein geiles Schild, genau, ne? Richtig. So, was haben wir hier? 12,9. Da könnte er ja den Feuerschaden nehmen, falls es geht. Eine gute Wahl. Wunderbar. So, denn unser Templer soll ja auch ein bisschen Schaden machen, ne? Ist ja nicht umsonst hier mit von der Partie. Das vergesse ich immer manchmal so zwischendrin, dann auch einfach die Begleiter so auszurüsten, was ja ein Fehler ist, denn die Begleiter sollen ja auch ein bisschen Schaden machen. Wobei die natürlich dann später eher nur noch zum Heilen nütze sind. Boah, ist das eklig. Ich hasse Spinnen. Wie die Pest. Oh, was haben wir denn hier? Bessere Chance, magische Gegenstände zu finden und erhöhter Schaden. Na, wenn das mal nichts ist. So, da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Schaden, auf jeden Fall. Und wir haben sogar noch eine höhere Chance, magische Gegenstände zu erhalten. Also, Leute, wenn wir jetzt keine geilen magischen Gegenstände finden, dann weiß ich es auch nicht mehr. Oh, hier die prächtige Truhe, genau richtig. In den prächtigen Truhen ist ja immer was verborgen. Oh, wie diese Eier sich hier bewegen, das ist so eklig. Ich möchte die am liebsten kaputt machen. Tja, leider nichts für uns. Barbar und Dämonenjäger sind jetzt hier. Vielleicht finden wir ja noch was, wenn wir dann hier den Bosskampf nachher überlebt haben. Oh, hier sind aber überall Kisten. Ja, ich helfe dir. Ah. Na toll, jetzt kommt bestimmt da eine Riesenspinne raus, oder? Nein, aber Massen von Spinnen. Bäh. Massaker. 11 Monster getötet. Mir kommt es so vor, als hätten sie, sag ich mal, die Monster hier in dem ersten Teil abgeschwächt, aber dafür mehr Monster eingesetzt. Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, dass hier so viele Spinnen gekommen sind. Gold! Jedes Quäntchen Gold hilft natürlich weiter. So, hier, Eiersäcke hier. Und wir irren weiter herum in den Höhlen der Spinnen. Und suchen hier den Durchgang. Eichenzauberstab.
Ja, Hauptsache keine Fledermäuse, wa? Spinnen haben wir ja genug in der Höhle. Wenn wir alles so viel hätten wie Spinnen, dann wären wir reich. Dum, dum, dum. Wo geht's denn hier lang? Es ist ja auch nicht so, als würde man sich jedes Höhlendesign merken können. Dass man dann immer weiß, genau da muss ich jetzt hin. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Na dann bleib mal auch schön auserwählt. Und ja, höre weiter ihre Stimme zu. Ich befürchte, das hat nichts Gutes zu sagen, wenn man Stimmen von Spinnen hört in seinem Kopf. Na, hoffentlich haben sich da nicht so ein paar Spinneneier eingenistet. Uah, es gibt ja wirklich eklige Parasiten, ne? Die sich überall einnisten können. Und auch so ganz kleine, wo man... Ah, da will ich gar nicht dran denken, aber irgendwie... Durch dieses Ganze mit den... Meine Herren, hier ist er doch. Hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Das habe ich mir doch gedacht. Haben sich tatsächlich die Spinnen bei ihm eingenistet. Ah, wie pervers. Was ist das denn? Boah. Spinnen. Noch eine Riesenspinne. Wo kommt die denn her? Aber wir haben schon eine mit 37. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sprecht mit dem netzgefangenen Frau. Hallo, im Netz gefangene Frau. Wo bist du? Ah, hier. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Das will ich gar nicht so genau wissen. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Spinnenkönigin? Wollt mich doch verarschen. So, jetzt bist du dran. Jetzt bist du fällig. Ich habe mich aufgetankt, meine Macht gestärkt mit meiner Seelenraub an deinen Dienern. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Wenn ich noch eine Sekunde länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. Aber sie ist doch tot, wir müssen uns nicht beeilen. Zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorix Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Danke. So, hab mal meine Waffe ausgetauscht, weil wir hier so eine schöne, seltene Axt gefunden haben. Hab Dank, hab Dank. Können
schrecklichen Ort bitte verlassen? Wenn die Musik nicht so laut wäre, könnten wir diesen schrecklichen Ort verlassen und ich könnte auch verstehen, was du sagst. Wieso ist die Musik denn so laut hier im Hintergrund? Meine Güte. Ah, Ruhe. Ein friedlicher Ort. Es war schrecklich, dort festzustecken. Die Carina. Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Ja, die Carina scheint ja ganz eine Hübsche zu sein, ne? Vielleicht hat sie ja Lust, uns später mal auf einen Kaffee zu begleiten, ne? Aber wir können leider nicht nochmal mit ihr sprechen. Und wie es denn weitergeht und ob wir uns zu Leoriks Anwesen durchschlagen können, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!